Visualität ist der neue Text. In gewisser Weise ist es furchterregender Gedanke, dass eigentlich immer mehr als Foto und als Video ausgedrückt wird. Also wenn wir auf dem Tablet unterwegs sind, können wir eben auch interaktiv sein und Fotos sehen. Im Buch ist das ein bisschen schwierig. Ich kann ja im Buch keinen Link anklicken oder sowas. Das ist ja genau das Gute an einem Buch eigentlich. Aber wie man dieser Szene sehen, ja, Kevin Kelly, der Gründer von Wired, sagt dazu, dass wir von Reden zu Büchern, Literacy, zu Visuality, mit Z schreibt er das, gehen. Das heißt, alles wird visuell. Alle Medien werden visuell. Das, glaube ich, ist eigentlich eine gute Entwicklung, aber eben auch ein vielleicht besorgniserregend, wenn wir in die Zukunft schauen, wie dieser Professor hier sagt. Er sagt, dass wir in eine Zukunft gehen, in der er sagt, dass wir eine Verbal Society werden, also eben alles mit Stimme kontrollieren. Ja? Er sagt voraus, in 2050 gibt es nichts mehr zu lesen. Weil wir befehlen mit Stimme und die Stimme liest uns vor. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube eher nicht. Aber es ist sicherlich auch ein Trend, zum Beispiel zu sagen, ich lese zum Beispiel das Economist-Magazin nicht in Print, sondern ich lasse mir das vorlesen, weil Economist gibt es eine App, wo man das anhören kann. Das heißt, ich lese die Zeitung quasi als Voice, weil das im Auto gut funktioniert. Wäre sonst ein bisschen schwierig.